Nächste Übung, über Oberschenkel-Elastik. Es ist völlig okay, dass es jetzt noch ein bisschen brennt oder dick ist oder wie auch immer, ist doch da. Die Muskulatur kann sich dann nächste Woche in Ruhe ausruhen. Heute machen wir eine Kombination aus Ausfallschritten nach hinten, also durch eine relativ glatte Oberfläche zu Hause, wo Sie euch Socken an, mit denen wir so ein bisschen gleiten können, wie auch immer. Fliesen, Laminat, Fußbodenbelag, Teppich ist ungünstig. Und Liegestütze unten halten. Also, macht quasi mindestens 30 Ausfallschritte insgesamt für beide Beine, also links 15, rechts 15, immer abwechselnd. Bleibt dabei schön aufrecht, bleibt nach hinten. Ja, so weit, dass er auch hier mit dem Knie hinten den Boden berührt. Wenn er hochkommt, wie gesagt, noch versuchen schön aufrecht zu bleiben bei der ganzen Geschichte. Insgesamt 30 absolvieren. Dann runter, wenn wir das können, 50 oder 100 machen, guckt, dass er eine Anzahl wählt, die ihr jeden Satz durchziehen könnt. Danach direkt runter in den Liegestütz und halten. Nicht auf den Boden ablegen, sondern unter Spannung kurz über den Boden halten und den Rumpf relativ straff dabei. Also gerade also nicht durchhängen lassen oder hinten hoch, sondern wirklich schön gerade. Die Mädels dürfen natürlich immer, wenn das too much wird, das auf den Knien halten. Aber auch wichtig hier, dass der Rumpf gerade ist. Wenn ihr da merkt, ihr brecht ein, dann kommt er hoch und gleich direkt wieder weiter ausweichen. Wieder mindestens 30 oder so viel wie ihr könnt. Davon zieht er 5 Sätze durch und dann habt ihr es geschafft. Bis gleich.